Hi zusammen, so wir sind hier im wunderschönen Paris und schauen uns einfach mal an, was die Firmenkonglomerat Fucus alles zu bieten hat. Und da sind wir doch tatsächlich auf gute deutsche Kollegen gestoßen, und zwar auf Deck 13. Und wir haben jetzt hier gerade den Jan bei uns, der uns ein wenig was von sich und von dem neuen Spiel The Search erzählen wird. Hallo, ja, ich bin Jan von Deck 13 und erzähle euch sehr gerne eine Menge über unser neues Spiel. Es ist ein Action-Rollenspiel, was in der nahen Zukunft spielt und wo wir ein paar Anleihen nehmen an das letzte Spiel, was wir gemacht haben, Lords of the Fallen. Oh, Lords of the Fallen, so ein Dark Souls Hardcore-Zockerspielchen, kommen wir später zu. Ich würde ganz gerne wissen, wir haben nur einen kleinen Teaser, eine kleine Demo sehen können, das sah schon sehr technologisch alles aus. Kannst du uns ein klein bisschen was über eure Setting, über eure Welt erzählen? Ja, also Technik oder Technologie spielt auf jeden Fall eine große Rolle in unserem Setting, nicht nur in der Welt, sondern auch, was der Spieler alles an Möglichkeiten hat. Und die Welt haben wir eigentlich wirklich angelehnt, auch wenn man es kaum glaubt, an die jetzige Welt. Wir haben uns Sachen rausgesucht, die heutzutage passieren, und haben überlegt, wie das wohl in der Zukunft aussehen könnte, in der Nahen, wenn die Sachen nicht alle ganz so gut ablaufen, wie es vielleicht in einem Optimalfall wäre. Und gesagt, okay, wir zeichnen einfach ein bisschen düsteres Bild von der Welt in ein paar Jahren, wenn man das, was heute passiert, mit wirklich in die Rechnung mit rein nimmt. Und der Spieler, die Spielfigur ist in dieser Welt unterwegs, will dort arbeiten in einem großen Unternehmen, das leicht angelehnt ist an welche, die man heutzutage auch findet. Und dort passiert leider nicht alles so wie erwartet. Also vor allem nachdem er, weil du die Technik erwähnt hast, die Leute tragen da so Exoskelette, wo ihre Arme, Beine verstärkt werden. Aber es ist auch mit ihrem Nervensystem verbunden, sodass sie sozusagen halb an die Maschinen angeknüpft sind. Und in dem Moment, wo unsere Hauptperson das ausgerüstet bekommt, kriegt er einen Blackout, weiß nicht, was passiert. Als er aufwacht, ist alles in einem nicht mehr so guten Zustand, um es mal so auszudrücken. Und er muss rausfinden, was da überhaupt los ist und wie er aus diesem Teil der Fabrik, wo irgendwie alles sehr zerstört aussieht, rauskommt, wie er sich selbst verteidigt. Er ist kein großer Held, kein großer Krieger, muss das alles erstmal lernen, genauso wie der Spieler auch. Oh ja, es sieht nicht nur zerstört aus, sondern es sieht auch noch ganz schön blutig aus, wie wir gesehen haben. Die Gegner kamen mir persönlich so ein bisschen so mit der torkelnden Weise, wie sie rumgelaufen sind, so ein bisschen so wie Roboter-Zombies vor. Er selber, unser Warren war der Name von dem Helden, genau, war mit einer Kettensäge ausgerüstet. Kommen wir jetzt hier langsam schon in Doom-Gefilde? Oder wie habt ihr euch das mit dem Kampfstil vorgestellt? Ja, das ist keine echte Kettensäge, sondern es ist eigentlich mehr so ein Werkzeug, was in der Fabrik verwendet wird. Das ist ein Werkzeug und gut, Kettensägen sind auch Werkzeuge, aber es ist mehr eine Klinge eigentlich, die wahrscheinlich irgendwo beim Zerteilen von weichen Gegenständen verwendet wird, was ihm vielleicht in diesem Fall hilfreich sein kann, es auf andere Weise zu verwenden. Ja, ist tatsächlich die Idee, weil du auch die Gegner angesprochen hast. Es ist etwas sehr Schlimmes passiert mit der Firma und auch mit den Leuten, die da gearbeitet haben. Und das hat einige doch recht zerstört, aber vor allem durch die Technik, mit der sie noch verbunden sind, haben sie sich zu einer Art anderen Form irgendwo entwickelt. Ich kann da noch nicht zu viel zu sagen, aber da steckt sehr, sehr viel dahinter, wie der Spieler rausfinden muss, wie das alles zusammengehört. Und das Thema ist tatsächlich zu gucken, wie kann ich die Technik selbst verwenden, um zu überleben und vielleicht auch stärker zu werden, und wie kann ich auch, das ist ein ganz großer anderer Punkt, die Technik von anderen Kreaturen, Gegnern übernehmen und mir zu eigen machen. Das ist der andere große Punkt dabei. Perfektes Stichwort, weil das konnten wir ja auch in der Demo sehen, dass er sich einfach mal die Beinchen von irgendeinem Roboter angeschnallt hat. Das heißt, wir haben hier nicht nur einfach einen Prügler oder Shooter, wir haben hier erhebliche Rollenspielelemente, wie ich gesehen habe. Da lassen sich wohl der Kopf, die Beine, die Arme, die Brust, Waffen, alles lässt sich einzeln wohl ausrüsten in verschiedenster Art und Weise. Magst du ein bisschen was über den Rollenspielgedanken hinter eurem Spiel mal sagen, die Mechanik vielleicht? Ja, also wir wollen schon unserer Rollenspieltradition treu bleiben und da sehr, sehr viel für den Spieler ermöglichen. Die Grundidee ist eigentlich vor allem Vielfalt für den Spieler. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich irgendwie 100 verschiedene Sachen aufheben kann und die sind irgendwie alle, jedes um einen Punkt besser als die vorherige oder sowas, sondern es geht darum, dass ich meinen Spielstil mir rausarbeiten kann. Das heißt, die Spieler beginnen mit der gleichen Figur am Anfang, alle, aber sie können diese Figur ausrüsten. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, verschiedene Rüstungsteile anziehen, verschiedene Waffen verwenden. Was wir auch haben, ist, was in anderen Rollenspielen vielleicht die Fähigkeiten oder
oder Skills sind, sind bei uns Implantate. Das heißt, hier kann der Spieler sozusagen mit Software-Chips seine Fähigkeiten erweitern. Und wir nutzen das alles direkt im Spiel wieder. Das heißt, zum Beispiel gibt es bei uns normalerweise keine Anzeige der Lebensenergie von Gegnern. Ich weiß nicht, wie die noch drauf sind, aber es gibt ein Implantat, das meine Sichtweise sozusagen um einen Scan erweitert und dann sehe ich das. Und dann kann ich das mir einschalten, dass ich die Lebenszeichen der Gegner sehen kann. Aber es kostet mich natürlich einen Skill-Slot irgendwo. Das heißt, wenn ich eher so der Spieler bin, der sagt, ich brauche das nicht, ich kann das selber einschätzen, ich nehme das lieber für ein tolles anderes Feature, was ich verwenden will, der nimmt das nicht. Und ein anderer Spieler, vielleicht eher so wie ich, der sagt, oh, ich möchte jetzt schon mal ziemlich gerne wissen, wie es denen geht und ob ich überhaupt eine Chance gegen die habe und ob der jetzt vielleicht bald besiegt ist. Und ich baue das dann lieber ein und verzichte auf irgendein besonderes anderes Special-Feature. Und so kann sich der Spieler mit den verschiedenen Methoden seine Figur völlig frei zusammenstellen, kann das Spiel eher schwerfällig und stark spielen oder schnell, flink und heimlich. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und die Idee ist, dass man die sich selber nach und nach aneignet. Wir geben ihm deswegen auch keine Charakterklassen vor, weil wir sagen, du bist jetzt ein, keine Ahnung, Schurke oder sonst was, sondern der Spieler schaut selbst, okay, ich will mehr davon, ich kann es ausprobieren, ich kann sehen, ob es mir passt, dann kann ich auch was anderes verwenden dafür und so meinen Charakter immer weiterentwickeln. Das klingt extrem spannend, bleibt mir eigentlich nur eine einzige Frage noch. Wird es so verdammt hart werden wie Lords of the Fallen oder habt ihr mal ein bisschen Mitleid mit den Spielern, die vielleicht nicht ganz so geübt sind? Es wird so hart werden wie Lords of the Fallen. Es wird keinen Schwierigkeitsgrad geben, den ich auswählen kann. Aber dadurch, dass wir die ganze Welt viel offener gestalten als bei Lords of the Fallen, hat der Spieler viel mehr Möglichkeiten, nochmal eine Runde zu gehen, sich auszurüsten, Sidequests zu machen und dann stärker wieder zurückzukommen. Das heißt, wo ich bei Lords vielleicht doch ein bisschen mehr an einem Boss festgehangen hatte, hatte vielleicht die falsche Waffe, wusste nicht genau, was ich mache, kann ich hier gucken, okay, ich war noch nicht da, ich war noch nicht da, ich war noch nicht da. Ich habe zum Beispiel zwar schon gegen den ersten Gegner gekämpft, aber ich habe ihn nur besiegt. Ich habe ihm nicht seine Rüstung abgenommen. Das kann ich jetzt tun beim zweiten, dritten, vierten, fünften Gegner. Ich gehe nochmal zurück und mache das. Und dann bin ich viel besser ausgerüstet. Und dann soll er mal kommen, der Boss, das nächste Mal. Also für Spieler, die vielleicht nicht, sag mal, die Top-Akrobaten sind, sondern die eher ihre Energie in das Suchen, Sammeln, Ausrüsten und natürlich auch Kämpfen reinstecken, die können sich dadurch andere Sachen ein bisschen einfacher machen. Das schon. Okay, also jetzt bin ich wirklich neugierig. Sag mir zum Abschluss noch, für ungefähr wann ist er geplant und für welche Systeme? Das ist Anfang nächsten Jahres für Xbox One, PlayStation 4 und für PC. Ich bin dabei. Vielen Dank, Jan. Gerne.